plus. Gut. Ja, ich wollte gerade sagen, es erhöht direkt seine Verteidigung, seine Fluchtchance. Aber wir haben gleich getroffen. Also kein Problem. Ja, wieder mal gewonnen. Das Scarborn haut wirklich richtig rein mit Nahkampf. Ist ja auch eine der stärksten Kampfattacken, bis auf Power Punch. Und von einem so starken Pokémon wie Scarborn macht es schon richtig Aua. Okay. Das letzte Kimono Girl hat dann. Eigentlich müsste sie Aquana haben. Und hat sie auch. Gut, Nahkampf, glaube ich, reicht nicht für Aquana. Weil Aquana so mehr der Tank unter dem Evoli-Entwicklungen ist. Ha, wie ich es gesagt habe. Aber mit einem Surfer kriegen wir das Vieh nicht tot. Und ich glaube, ich schicke direkt nochmal einen Nahkampf hinterher, weil der Kampf danach sowieso vorbei ist. Und Aquana besiegt. Fünftes Kimono Girl besiegt. Und Scarborn kommt fast Level Up. Da gehe ich gleich mal unten noch ins Gras und mache schnell Level Up. Und damit haben wir uns alle, oder? Wir halten die Klarglocke. Und ein Mädchen kommt reingerannt. Und ein Schatten eines riesigen Pokémons ist am Glockenturm erschienen. Ja, Arme ruft an, egal. Ganz klar, welches Pokémon das ist. Ein Pokémon, welches schon, ja, auf der Verpackung drauf ist. Das legendäre Pokémon, das ich mir zwar fangen werde, mit Hyperbällen, was wieder mal ein bisschen dauern wird, weil wirklich, Meisterball muss man dann wirklich für Raikou benutzen. Weil sie rennen immer rum und flüchten direkt, wenn man, nachdem man sie gesehen hat. Also man kann sie immer einmal treffen, dann flüchten sie wieder, haben dann beim nächsten Kampf aber genauso viel Leben wie beim letzten Mal. Das heißt, man muss wirklich lange rumrennen, sie immer wieder ein bisschen anhauen, aufpassen, dass man nicht kaputt macht, das Vieh. Und immer weiter, halt. Und das dauert wirklich zu lang. Deshalb habe ich genauso gemacht, wie ich es damals gemacht habe auf dem Gameboy. Ich hebe mir den Meisterball für Raikou auf und fange dann, ja, Ho-Oh mit dem Hyperball ganz normal. Dauert zwar ein bisschen länger, aber erstmal eine Grafikbug loswerden. Dauert zwar länger, aber Ho-Oh rennt wenigstens nicht weg im Kampf. Deshalb ist es auch leichter. Aber bevor wir losgehen in den Glockenturm, muss ich gucken, wo hier der Laden ist. Hier. Und mich noch ein bisschen besser mit Bällen ausrüsten. Hyperbälle. Kaufen einfach mal. Im Besitz haben wir 7, das heißt, ich kaufe mal nochmal 13. Obwohl, wir haben so viel Geld, wir können es da noch mehr leisten. Ah, dann haben die noch mehr Bälle vielleicht. Welche besonderen Bälle? Nö. Naja, dann kaufen wir nochmal. Nochmal 15 Hyperbälle mehr. Haben wir 35. Und so viele werde ich niemals brauchen für das Vieh. So. Also. Brechen wir auf. Richtung Glockenturm. Aber ich glaube, nee, heim waren wir gerade. Gehen wir rein. Und hier sind ganz viele Mönche. Und der erste verschiedene versperrt uns den Weg, damit hier nicht jeder einfach rein kann. So, ich darf durchgehen. Wir gehen erstmal ein Stück runter. Um zum Glockenturm zu gelangen. Der weiter hinten liegt. Und hier ist wirklich eine richtig schöne Landschaft. Ich meine, schau euch das an. Ich finde es richtig schön gemacht hier. So Grafiken, so schöne, die sieht man sonst nicht in den Pokémon-Spielen. Also das ist wirklich episch gemacht hier.
Okay. Hier war wieder der nächste Mönch, der uns, ja, aufhalten würde, wenn wir nicht die Buntschwinge hätten, die wir Ihnen gerade gezeigt haben. Und auch schöne Musik hier. So. Und ja, ab jetzt beginnen die Rätsel. Gut. Und die wilden Pokémon. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich Schutz dabei habe. Wenn nicht, dann pausiere ich mal kurz und kaufe mir welchen. Also. Haben wir Schutz? Moment. Ach. Nein, haben wir nicht. Okay. Leute, ich pausiere kurz und bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, also ich habe gestern dann doch Pause gemacht und erst nämlich heute wieder auf. Weil es ging gestern doch wirklich schlecht mit Reden. Also ich hatte irgendwas momentan im Hals und ich konnte nicht so viel reden oder so husten musste. Aber heute geht es mir wieder besser. Und ich habe mir jetzt ganz, ganz viel Schutz gekauft. Würzislameilen. Und ja, das sollte eigentlich fast schon bis zum Ende des Spiels reichen, glaube ich. Auf jeden Fall gucken wir mal los. Was haben wir hier? Weil wir müssen erstens den richtigen Weg finden. Und auch noch auf Ausschau nach Items halten. Die auch ganz oft hier vorkommen. Wie jetzt gerade hier der Hyperheiler. Oder an dem man jetzt noch recht leicht rankommt. Aber es gibt wirklich schwere Sachen auch. Auch die Sprungrätsel werden viel schwerer. Also jetzt momentan ganz leicht. Es gibt nur einen einzigen Weg und. Okay, das haben wir nicht gesehen. Egal, wir gehen eins wieder hoch, wo das Rätsel wieder schwerer wird. Direkt. Okay. Jetzt seht ihr, gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Wir biegen gleich mal hier ab, um das Item zu holen. Dann gehen wir gleich nochmal hier, weil da nochmal ein Item liegt. AP plus. Schöne Sache. Schöne Attacke. Ach, schöne Attacke, was sage ich denn? Schönes Item. Aber wir gehen noch nicht die Leiter hoch. Wir gehen mal weiter, kurz noch. Um mal zu gucken, was da noch sonst noch so gibt. Erstmal noch ein Item und noch eine Leiter. Und ich gucke einfach mal ganz kurz hoch hier. Man kann ja wieder runtergehen. Hier gibt es nur Ausgänge, okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Und hier rüber. Und was haben wir hier? Hier wird es weitergehen. Hier kommen wir wohin? Ja. Okay, hier ist jetzt egal, wo wir lang gehen. Wir kommen immer zum selben. Da haben wir ein Item. Ein Sandbonbon. Super. Da gucke ich gleich mal, ob wir, wie viele wir haben oder ob wir. Ne, wir haben nur eins. Gut. Und Grafikbug. Ah, nochmal ins Menü gehen. Ja, und weg. Dann. Schutz wirkt nicht mehr. Moment. Kleiner nochmal einen benutzen. Und schon wieder ein Grafikbug. Was sind das gerade? Okay. Also, da ist leider jetzt auch schlecht. Also, wir müssen nochmal da ganz hinter. Also hier hoch zu den zwei Leiter ganz oben links. Und dann müssen wir den richtigen Weg finden. Würde ich mal sagen, gehen wir mal hier lang. Gehen wir dann hier runter. Hier, hier. Und den linken Weg. So, und jetzt hier den rechten. Perfekt. Und wieder eins höher. Okay, jetzt fängt es an mit Brücken schon. Hier liegt ein Top-Trank. Den werden wir auch gut gebrauchen können. Okay, wir gehen die obere nochmal. Wegen dem Item. Ich will eigentlich alle Items hier drin sammeln, weil ihr seht, man findet recht gute Sachen hier. So, dann hier runter und direkt an meiner Treppe. Also eine leichte Etage nochmal. Aber es wird schwerer. Und der hat viele, viele Etagen hier. Also jetzt gibt es schon Warp-Portale. Was die Sache noch mal komplizierter macht.
weil man sich auch noch merken muss, welches Portal führt wohin. Okay, gehen wir mal hier runter. Und in das Portal rein. Ja. Dann kommen wir hier hin, wo ein Item liegt. Und wie ihr vielleicht gerade schon gemerkt habt, die Portale bringen uns nicht nur an andere Portale, sondern auch an andere Stockwerke. Was das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter macht. Aber eigentlich sollte man immer gut an sein Ziel kommen. Früher oder später. Es sind keine Rätsel, wo man stundenlang festsitzt. Aber ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Ich gehe erstmal geradeaus hier. Wo kommen wir da hin? Wir kommen wieder hier hin. Das heißt, wir gehen hier rein. Verdammt. Wir gehen oben rein und gehen hier runter und dann links. Dann hier wollen wir noch nicht. Wieder mal nur ein Item. Und zwar ein Nugget. Also hat sich doch rentiert. Und dann geht's wieder nach rechts. Und dann sind wir hier auch, glaube ich, fertig. Gehen wir wieder zurück. Dann war dieser Weg anscheinend falsch. Und springen einfach mal hier rechts. So. Finden nochmal einen Top-Beleber. Und oh, Top-Beleber. Oh, das ist eine richtig schöne Seite. So, jetzt entweder nach. Nee, nicht nach links. Hier rein. Ah, ich bleibe erstmal noch da. Oder auch nicht. Noch ein Item. KP Plus. Also echt, hier gibt es richtig gute Items hier drin. Es gibt nur dieses Portal. Dann kommen wir hier raus. Könnten wir hier reingehen. Aber erstmal mit uns Seite. Nochmal Top-Genesung. Und. Okay. Garados hat gerade einen schwarzen Bart mit sich rumgetragen, den ich jetzt in meinen Modekoffer gepackt habe. Ja. Schutz wirkt nicht mehr. Ich glaube, einen brauchen wir noch, bis wir oben sind. Okay. Bringt also doch was mit seinen Pokémon zu reden. Auf jeden Fall, ja. Wir sind oben. Und steigen noch rauf. Aber da wir für dieses Mal keine Zeit mehr haben, will ich sagen, beim nächsten Mal dann geht es genau hier weiter. Bis dahin, Leute. Ciao.